Ortswechsel nach Sonneberg, der Spielzeugstadt am Südrand des Thüringer Schiefergebirges. In das BW Sonneberg ist im Frühjahr 1994 der Dampfbetrieb zurückgekehrt. Eine Plandampfveranstaltung brachte gleich 5 Lokomotiven wieder zurück in den Zugdienst. Auch 95-10-16 und 95-10-27 sind mit von der Partie. Am frühen Morgen kommen Lokführer Günther Strieder und Heizer Ralf Leschner zum Dienst. Der erste Weg führt sie zur Lokleitung. Guten Morgen. Moin. Personal 15.22. Ja, dann nimmt er die 95-10-27. Die steht auf Gleis 13. Gut, gut. Tschüss. Ich wünsche euch gute Fahrt. Ja. Das ist mein Arsch, was wir da haben. 95-10-27 ist für einen Personenzug nach Probstzeller eingeteilt. Doch bis zur Abfahrt wird noch eine gute Stunde vergehen. Erst muss die Lok aufgerüstet werden. Über Nacht hat ein Ruhefeuer den Kessel unter Dampf gehalten. Vor dem Aufbauen des Feuers werden die Wasserstände geprüft. Auch die einwandfreie Funktion der Speisepumpen muss überprüft werden. Bei der 95er betätigt, wie in Preußen üblich, der Lokführer die Strahlpumpe und der Heizer die Kolbenspeisepumpe mit Vorwärmer. Die Speiseeinrichtungen sind in Ordnung. Jetzt wird das Feuer aufgeschürt. Für den nötigen Kesseldruck wird nun die Feuerbüchse beschickt. 4,36 Quadratmeter misst die Rostfläche. Schnell ist hier eine Tonne Kohle verschwunden. Der Lokführer ist bereits bei der Klangprobe. Durch einfaches Abklopfen werden so lose Teile entdeckt und können wieder befestigt werden. Denkbar einfach, aber so funktioniert es schon seit über 160 Jahren bei der Eisenbahn. Ja, hier haben wir eine Ölverschreibung verloren. Die Nadel ist noch drin, aber die Ölverschreibung ist weg. Schnell ersetzt ist eine verlorene Ölverschraubung. Nach dem Abölen der Lok hat 95-10-27 zum Bahnsteig in Sonneberg rangiert und ist bereits bei der Bremsprobe. Am Haken hängen die damals überall bei der Reichsbahn üblichen BGHW-Wagen. Heute sind sie bereits Geschichte. Mit der Bremszettelübergabe ist der Zug fertig zur Abfahrt. So, heute haben wir 12 Achsen mit 102 Tonnen. Bremsgewicht 105 Tonnen. 102 Bremsprozent. Standardzug, ja, an der Schiene.
ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Exakt im Fahrplan befördert 95/27 den Personenzug Richtung Lauscha. Einfahrt hat 95/27 im Bahnhof Steinach. Nur wenig wird die Dampflok von den Wartenden beachtet. Immerhin ist es schon 14 Jahre her, dass hier täglich Dampfzüge unterwegs waren.